Hallo und willkommen bei Muskelwaiter. Ich bin heute in Bayern. Ich habe heute meine erste Großflasche einer deutschen Brennerei hier auf dem Tisch, die ich so bisher noch gar nicht. Also, ich hatte von denen schon was, ich hatte von denen schon Samples, aber als Großflasche tatsächlich noch nichts. Jetzt habe ich mir den ersten Mal geholt. Was haben wir heute? Wir haben heute den Slyrs oder Schlürs, ich glaube, war Slyrs. Oktoberfest Edition 2021. Ja, Oktoberfest wäre, glaube ich, am 16. September gestartet, eigentlich regulär. Fällt dieses Jahr zum zweiten Mal in Folge aus. Ich habe gedacht, ich nutze das einfach mal. Mich reizt der Whisky, mich reizt die Fassreifung. Machen wir einfach mal. Trotzdem was fürs Oktoberfest oder zumindest eine Verkostung dieses Whiskys. Es gibt 3986 Flaschen und ich habe Flasche 3943. Also eine der allerletzten. Insgesamt schöne Flasche. Also sowohl von der Form der Flasche als auch vom Etikett. Ich muss sagen, ja, der Karton, der ist dann schon sehr bunt, aber finde ich jetzt nicht schlimm. Spannend wiederum finde ich, komme ich jetzt gleich mal drauf kurz, Sekunde. Ja. Spannend finde ich tatsächlich das Emblem oder das Wappen, das war mir vorher noch gar nicht so bewusst von Schlürs. Ja, das muss ich jetzt erst zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Wenn ihr es nicht sehen könnt, werde ich es einblenden. Also, wenn ich das richtig sehe, dann ist das so eine Art Steinbock oder sowas. Ja? Sieht zumindest sehr nach drei Hügeln oder einem Hügel unten aus und oben einem Steinbock. Das ist das Wappen von Schlürs. So ist es auch über dem Schriftzug Schlürs oder Slyrs abgebildet. Habe ich aber am Anfang gar nicht drauf geachtet. Und wenn man das ganze Ding nämlich umdreht und so rumhält, sieht das aus wie ein Segelschiff. Spannend. Ich weiß nicht, ob das bewusst ist, ob das Absicht ist oder ob das ein Zufall ist. Finde ich aber irgendwie cool. Macht was her. Ja, an der Flasche hängt hier oben noch so ein Werbemittel Flyer dran. Da steht ein bisschen was zum Oktoberfest drin, aber na, eigentlich steht ein bisschen was zur Fassreifung drin. Ja, zur Fassreifung. Was lässt sich denn sagen? Also der Whisky ist mit 45 Volumenprozent abgefüllt. Reifte für, wart, 5 Jahre in den normalen Warehouses von Slyrs. Ich vermute in Ex-Bourbon Barrels. Und hat dann ein 9-monatiges Finish in Bierfässern bekommen. Und zwar in Bierfässern der Brauerei Meißel. Vor allem wahrscheinlich bekannt für Meißels Weiße, ein Weißbier aus Bayern. Der Whisky lagerte aber in ehemaligen IPA-Fässern, Indian Pale Ale. Die sollen besonders aromatisch gewesen sein. Und ja, schauen wir mal, was der kann, was das für einen Einfluss auf den Whisky nimmt. Und ich freue mich drauf. Also ich habe sofort eine hellfruchtige Süße. Bei mir kommt die Assoziation sofort zu Apfel. Fruchtiger, also saftiger, grüner Apfel. Dazu so ein bisschen was Malziges, tatsächlich eine leichte Biernote auch.
Wie wenn man an so einem frisch gezapften Bier riecht. Kann ich mir aber auch einbilden. Dazu ein Hauch von Röstaromen, finde ich. Und eine leichte Karamellnote. Also ich finde tatsächlich diese Apfelnote sehr dominant. Das geht jetzt ein bisschen noch in Richtung Honig. Ich bleibe aber ansonsten auch beim Apfel. Es könnte auch so ein kandierter Apfel sein, wie von so einem Volksfest, wie von so einer Kirmes oder vom Oktoberfest, würde ja passen. Nicht allzu komplex, aber grundsätzlich angenehm in der Nase. Alkohol ganz gut eingebunden. Zum Wohl. Also schon im Mund, bevor man den runterschluckt, merkt man, dass er jung ist. Er hat eine leichte Schärfe, die sich, wie gesagt, schon während der Whisky noch im Mund ist, auf der Zunge breit macht. Und das bleibt tatsächlich, also er legt tatsächlich auch so einen leichten, scharfen Film auf die Zunge. Das könnte natürlich auch so in Richtung Ingwer oder Pfeffer oder sowas gehen, hat aber tatsächlich eine leichte Jugend mit dabei. Also er wirkt etwas unreif. Im Geschmack kommt dann tatsächlich auch Eiche und Tannine und man hat auch hier so eine Hellfruchtigkeit, ein bisschen Malzigkeit und so leichte Bieraromen. Aber er wirkt tatsächlich ein bisschen jung, was echt schade ist, weil der Rest gut passt. In der Nase merkt man das überhaupt nicht. Kein Stück. Der riecht sich wirklich angenehm. So richtig cremig, leicht. Das wird auch immer mehr in so eine Richtung Apfel mit Vanillecreme, Karamellcreme. Dieser kandierte Apfel. Karamell, Honig. Schön. Also die Nase gefällt mir tatsächlich eigentlich ganz gut. Nicht allzu komplex. Er hat diese Noten, die ich gerade genannt habe, die sind da, die sind auch relativ deutlich da, aber viel mehr kommt da auch nicht. Also der Whisky macht den Mundraum trocken, er hat Eiche, er hat Würzigkeit, er hat Tannine ein bisschen, aber nicht unangenehm, er wirkt nicht bitter oder so. Was er halt hat, ist, ist diese Schärfe. Also nicht extrem stark, das ist nicht so ein Chili-Catch, sondern ich würde eher sagen, das geht so in Richtung einer ordentlichen Pfeffernote. Aber die ist halt schon da, bevor man runtergeschluckt hat. Also sie ist wirklich präsent und sie wirkt einfach jung. Ansonsten ist der lecker. Also der Rest von dem Whisky. Eiche ist angenehm. Die
Die Tannine sind angenehm, keine Bitterstoffe großartig. Der Alkohol ist gut eingebunden. Die sonstigen Aromen sind eigentlich ganz gut. Er wirkt frisch, frisch gezapft, hätte ich jetzt bald gesagt. Er hat auch hier diese malzige Note, diese leichte Apfelnote, wobei ich die im Aroma stärker finde. Ein bisschen Honig, ein bisschen Karamell, hellfruchtig, lecker. Das kann ich nicht anders sagen. Also im Aroma hatte ich zwischendurch, dass der auch wirklich wie frisch gezapftes Bier gerochen hat. Das habe ich jetzt im Geschmack nicht so sehr. Alles in allem aber durchaus lecker. Das Einzige, was mich stört, ist diese leichte Schärfe, die jetzt auch abnimmt, ne? Also sie ist jetzt nicht die ganze Zeit präsent, aber sie ist halt gerade so, wenn man den Whisky frisch im Mund hat und runtergeschluckt hat, dann ist sie da, das ist präsent, das ist der erste Eindruck, den dieser Whisky hinterlässt. Und ja, wer das mag, wer also auf eine schöne Pfefferladung oder auf Ingwer oder sowas steht, ich glaube, dem kann der Whisky gut gefallen. Ich finde den Whisky tatsächlich auch nicht schlecht, nicht schlecht. Aber der Whisky kostet, meine ich, was waren 80 oder 90 Euro? Für einen 5 Jahre alten Whisky, der noch 9 Monate Finish in einem Bierfass gekriegt hat, finde ich das sehr viel. Sehr, sehr viel. Ja, es ist natürlich limited, ist ja eine Oktoberfest Edition, bla bla bla. Scheißegal, das ist zu teuer. Das Bierfass, ich meine, Bier gibt es in Deutschland wie Sand am Meer. Das kann jetzt nicht der treibende Preis gewesen sein. Kann ich mir nicht vorstellen. 5 Jahre Reifung ist jetzt, ja gut, ist ein deutscher Whisky, das ist halt teurer, aber ist jetzt auch nicht das Überalte schlechthin. Und nur weil Limited draufsteht, ich meine, er ist auch nicht fassstark oder so, ne, mit 45%. Nur weil Limited draufsteht, so einen Preis zu nehmen, naja, meins wäre es nicht. Also ich finde den Whisky grundsätzlich lecker, für mich ein, zwei Fehlaromen da drin. Das sind aber Geschmackssache und mein persönlicher Geschmack. Preislich würde ich sagen, rein vom Geschmack liegt er für mich bei 40, 45 Euro. Wenn ich dann sehe, es ist eine Limited, dann nehme ich vielleicht noch einen Zehner oben drauf und bin bei 55 Euro, maximal 60. Dann ist aber auch Oberkante, Unterlippe. Alles darüber sehe ich persönlich nicht ein. Und ja, dann ist mit 80, 90 Euro ist der Vogel abgeschossen. Also, ich glaube tatsächlich, ist es sogar in die Limited Edition vom letzten Jahr noch zum Teil verfügbar. Unter den Gesichtspunkten wundert es mich aber ehrlich gesagt auch nicht. Dazu kommt, es ist ja auch keine Single Cask Abfüllung, dass man sagt, jetzt ist so limitiert, das ist Single Cask. Das gibt fast 4000 Flaschen von dem Whisky. Und der wird wahrscheinlich vor allem auf dem deutschen Markt verkauft. Das ist zwar, Slyos versucht auch international die Wege zu gehen, aber wenn man sieht, dass bei einer Limited Edition von, was weiß ich nicht, was irgendeinem Islay Whisky kommen 12.000 Flaschen raus, weltweit, und von Slyos kommen 4.000 Flaschen raus. Ja, gut. Also, nett gemacht, nette Flasche, nettes Thema, interessantes Bierfinish, grundsätzlich leckerer Whisky, bis auf ein, zwei Noten. Preis-Leistungstechnisch leider durchgefallen. Da müssen sie ein bisschen an der Schraube drehen. Wie sie es machen, ich meine, jedes Unternehmen wird seine Gründe für die Preispolitik haben. Wie sie es machen, müssen sie sich mal überlegen. Müssen sie die Produktion hochfahren? Gut, dann kommt auch der Punkt, wo ist die Nachfrage? Ja, also rein vom Geschmack her würde ich sagen, never ever mindestens mal 50% zu teuer. Gut, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Haut mal in die Kommentare, ob ihr den probieren konntet, ob ihr den vom letzten Jahr probieren konntet und wie die euch gefallen haben. Würde mich interessieren, wie gefällt euch eigentlich Meißels Weiße? Ich hatte kurz überlegt, da eine Flasche parallel davon zu probieren, aber hab's dann gelassen, weil
So sehr ähnlich dürfen die sich nicht sein. Vor allem Meistelsweiße ist ja ein Weißbier. Und wenn die sagen, die haben das mit einem IPA gemacht, dann hätte es nicht so richtig gepasst. Nur weil der Name draufsteht. Naja. Wie gesagt, haut's mir in die Kommentare, was eure Meinungen zu dem Whisky sind, zu der Abfüllungsserie. Ist jetzt das zweite Jahr, dass, glaube ich, auch diese Oktoberfest Edition rausgekommen ist. Also erst seit es das Oktoberfest tatsächlich auch physisch im Moment nicht gibt. Und haut mal raus, wie ihr zu Meißels steht. Auch das würde mich interessieren. Bin zwar nicht so der Bierexperte, aber trotzdem neugierig auf eure Meinung. Gut, vielen Dank fürs Zusehen. Haut auf den Like-Button, haut auf den Abonnieren-Button. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, ciao.